Wir haben hier ein Turnier aus den witzigsten meiner Clips, die meine Zuschauer eingesendet haben, ja? Ihr könnt voten. Nächsten Tag. Oder ich gehe zu ihm so hin. Ich sage, bitte gib mal diese Shisha, Bruder. Ich will diese Shisha, gib mal bitte die. Der hat gesagt, der hat mir immer so Hoffnung gemacht. Der hat so gesagt, ja, wenn du das nicht petzt und so, Nein, gebe nein, ich dir nein, und nein, so. er ist einfach Aber der hat süchtig nicht. geworden mit tote Dingen. Was war hier nochmal? Was war hier? Unspoken Riz. Auch ohne Sound und so. Ach so, doch, wie man mit einer Frau redet, Chat. Wie man auf eine Frau zugeht. Ja, genau. Geil, auch mit dem Ton und so. Versteht ihr, was ich Tote. meine? Das kommt geistig. Noch so voll so glücklich und so, das kommt geisteskrank und so. Tot. Toter Clip, Junge. Du hast nicht geredet. Doch, ich habe ein bisschen geredet. Ein bisschen habe ich geredet. Ich sage eins oder zwei. Ich sag zwei, Digga, weil der Clip, da hört man nichts. Scheiß drauf, ich nehme jetzt einfach den hier. Next round, das ist jetzt ihr Ding. Mach jetzt, mach jetzt. Warte. Das kann ich nicht, das hätte ich nicht spielen dürfen. Eine ganz dunkle Vergangenheit, das war eine Wette gegen Roar-Chat. Ach du Scheiße. Gibt euch die Haare, ach du Scheiße. Okay, Yusuf reagiert auf Daniel. From the German guy? Yeah. Really? I'm not So from, I'm not from. Who is he? Like, put me on. Like, does he fuck with me? Yeah, bro, he's like basically, he's you, but the German version. Ja, hast mich zum Copycat gemacht, Nabil, da, Junge. What does that mean? Wait. He's me, but the German version. What's his name again? Similar content. Daniel and then Slump with a WP. Daniel Slump. Basically your content, bro. Okay. Alright, Che, y'all think this nigga look like me, but a German version? He's Turkish, actually. He's Turkish, actually. But like, he lives Yo, what the fuck are you trying to say? Not shit, bro. Hey. No. That's who you comparing me to, bro. When have you ever ist, seen me? No. Es war halt aber auch wirklich, dass er genau auf diesen Clip gedrückt hat. Chat fickt mich immer noch so krass. Er geht wirklich auch noch genau auf diesen Clip, ne? Das war, Bruder, es hat mich gebumst, Lan. Er geht noch genau auf diesen. Das war halt einfach ein perfekter Clip, der leider auf TikTok nicht viral gegangen ist. Ich würde diesen Clip so gerne nochmal hochladen lassen. Okay, Chat, 1 oder 2. Hier jetzt 1 oder 2, Chat, einfach nochmal hochladen. Ernst sogar, der Clip ist zu gut. 2. Ich fand 2 auch deutlich, deutlich witziger, ja, ich sag ehrlich. 2 Todeslachkick gewesen. 2 Todeslachkick, Lan. Dive Hüfte hatten wir schon, das kennen wir. Dive Hüfte heißt der Clip. Auch weil bei dem Clip einfach so ohne Musik und so. Sieht so scheiße aus ohne Musik. Weil bei den Clips. Ach du Kacke. Ach du Einer zu viel, was hier gewesen? Ja, ich muss kurz stumm, Chat. Ich muss kurz stumm, Chat. For real, das ist too much gerade, sorry. Das war so geistkrank, dieses E-Date war crazy, ich sag ehrlich. Ja, gekommen. Ihr müsst chillen. Digga, das war geisteskrank. Warte, sorry. Ja, gekommen. Ach du Scheiße. Digga, das ist crazy. 1 oder 2, Chat, das haben wir eben schon gesehen. 1 oder 2. Oder ich sag euch, wie es ist. Das war so ein krasses E-Date Retalk. Also vom Content her war das beste E-Date, was es auf Twitch gibt, meiner Meinung nach. Das war vom Content her das beste E-Date auf Twitch, meiner Meinung nach. Also Deutschland. Bis heute bestes E-Date Re-Rap, 100%. 1 oder 2, Chat, was gewinnt? Es ist ein Unentschieden, Hilfe. Einfach unentschieden, Digga, Hilfe. Einfach unentschieden. Ja, es wird einer zu viel. Okay, einer zu viel hat gewonnen. Digga. Okay, nächste Runde. Militante Veganerin versus Daniels Bruder. Oh mein Gott, was war hier nochmal? Ah, stimmt. Ich muss jetzt los, hat mich gefreut. Abschließend möchte ich nur sagen, wir haben über 200 Jahre gebraucht, um zu akzeptieren, dass dunkle Menschen genauso viel wert sind wie weiße Menschen. Deswegen brauchen wir bestimmt noch 500 Jahre, um zu akzeptieren, dass die Tiere auch... Wie lange brauchst du dafür? Du hast es offensichtlich schon verstanden, du Bastard! Ey! Nein, ganz ehrlich.
ich jetzt. Ey! Er ist ein Bastard. Nein, ey, nein, 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 Daniel, so Daniel, wenn nein. Er jetzt, das waren seine eigenen Worte. Aber so redst du nicht über meinen Bruder, hey. So redst du nicht über meinen Bruder. Nein, so redst du nicht über meinen Bruder. Ich will, dass du dich dafür, nein, ich will, dass du dich für die Beleidigung entschuldigst. Ich will, dass du dich für die Beleidigung entschuldigst. Das finde ich nicht korrekt. Das war auch so ein krasser Stream, ne? Ach Mann, Digga, ich muss sagen, Digga, das war auch so ein geisteskrank witziger Stream wieder. Ich sag euch, wie es ist, ja. Ach, Digga, was war denn das? Also, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf mich, wenn ich so einen Clip sehe, Alter. Ich sag, Bruder, das war so ein Lachkick, dieser Stream, Junge. Boah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Dein alter Content war besser. Das ist ja alt, Digga. Das ist 2 Monate her gewesen. Das ist 2 Monate her gewesen. Und ich finde den neuen Content besser. So, Hot Chip. Digga, guck mal, mein Körper wie tot. Toter Körper-Chat. Hotchip war das Schlimmste, was ich gegessen habe bis jetzt. Guck mal, meine Titten, wie die wackeln. Oh mein Gott. Mein Blick, Scheu. Mein Blick. Mein Blick-Chat. Digga, was war das hier? Guck mal, ich bin fast gestorben. Hier, jetzt. Mit meinem Bart, Digga, so gar nicht gekürzt und so. Ich sehe aus wie ein Pennerland. Ach du Scheiße. Welcher Clip ist es für euch, Chat? Sagt ehrlich, 1 oder 2. Welcher Clip ist es für euch? So auf ganz radikale Aussagen gerade. 1 ist 1, Chat. Es flippt hier gar nichts mehr. Zu Recht auch, der Clip ist echt Bombe. Das war ein geiles Stream. Ich will wieder so ein Discord-Stream machen, so ein Interview auf den Deutsche Speed. Oh nee. Was war das hier? Oh, das war auch im selben. Das war im selben Stream, wie wo ich gebellt habe. Aber auch wie gut. Wie gut aber auch, ne? Ich glaube, da hatte ich auch 500 Zuschauer, Chat. Ihr müsst euch vorstellen, vor 500 Zuschauern habe ich das einfach gemacht. Gänsehaut. Gänsehaut. Wieso kannst du das? Talent. Talent. Du sahst so ungepflegt aus damals. Ich war auch ungepflegt. Ich habe den ganzen Tag gestreamt. Mit so Michael Jersen, Jordan. Mit Mike. Ich will, das Ding ist, Digga, dieser Versprecher, ne, ist ein Hugo-Clip, ne, ist eigentlich ein Hugo-Clip, Chat, ist eigentlich ein Hugo-Wetter-Clip, okay, welcher Clip ist es für euch, Chat? Verhext oder Deutsche Speed? Es wird verhext, ich sag auch ehrlich, für mich besserer Clip. Ich war erst vor einer Woche, überleg mal. Daniel kommt fast gegen dicke Korb, oh nein, er holt meine RP-Zeit raus, Hilfe, okay, Daniel kommt fast. Der Titel ist respektlos, meiner Meinung nach. Der Titel ist respektlos, finde ich. Jetzt kommt Dieter Detzen-Chat. Dieter Detzen-Zeit. Entschuldigung, du mit dem weißen Top? Hi. Wie heißt? Ja, wie heißt du? Hi, ich bin Lucy. Und du? Lucy, ich bin Dieter. Einfach Gwendo, Digga, tot. Dieter Detzen. Ah, hier ist so laut, ey. Ist das immer hier so? Ich bin neu, sorry. Ja, es ist eigentlich immer so. Eieiei. Ei, ei. In Dortmund gibt es richtig ekelhafte Finger, habe ich gesehen. Tote Riss. Mhm. Lucy, was machst du so in Dortmund? Was geht denn so? Hey, sorry, ich habe einen Freund. Oha, 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 oha. Bodenlos. 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 Toter Chat auch und so gewesen. Enrico hier gewesen, aber hier Enrico, mein Bruder. Einfach RP, Digga. RP war so tot, Digga. Das war das Toteste, was ich hier gespielt habe, ne? Es gab selten etwas, was so wenig Spaß gemacht hat wie RP. Ich sag euch ehrlich, RP war für mich das Langweiligste, was ich hier gestreamt habe. Ich habe damals Grand RP, musste ich 3 Streams, jeweils 2 Stunden streamen, nur für Geld. 100% nur für Geld. Das war das Langweiligste, was es hier gab. Mit dem alten Licht und so voll schlecht eingestellt. Guckt euch diese Quali an, Lan. Ach du Kacke. Du Opfer! Deine kommt fast. Ja, gebe ich. War ein guter Clip. Retalk hat fast gekommen, ne? Überleg mal. Eine was? Oh nein. Einfach eine Onlyfans-Schlampe, lol. Lol, einfach eine Onlyfans-Schlampe. Ich mach Onlyfans, let's go. So hart, ne? Als wär's nix. Darf man Schlampe auf Twitch überhaupt sagen, Chat? Jetzt mal ohne Spaß. Also wirklich, es gibt dieser erste Clip von vorhin und dieser Clip würde mich auf Twitter so ficken, ne? Oh mein Gott. Ich werde irgendwann so fett gecancelt, ja. Und ich weiß es halt schon einfach. Aber egal, gib mir auch Promo ein bisschen. Sollte das jetzt schlimm sein? Ja, eben. Sag an Papa Platte. Vergleich mich noch einmal mit Papa Platte. Ich ficke deine Mutter. Wow. Ja, tut mir leid.
Papa, Platz ist so ein Keck, Digga. Ey, was? Ey! Ey! Ey, ich mach Spaß. Kein Fitner. Tschüss! Ey, Papa Platte, falls du den Clip siehst, Bro, wir können gerne mal zusammen streamen, so. Wir können gerne mal zusammen streamen, Bro, wenn du mal einfach so, weißt du, so denkst. Das ist wirklich ein bodenloser Clip. Mein Bruder hat, also deswegen kann ich den manchmal nicht in den Stream reinhauen. Mein Bruder ist manchmal zu radikal. OnlyFans-Clip? OnlyFans-Clip, ernst. Es wird der OnlyFans-Clip, Chats, wird der OnlyFans-Clip. Der war aber auch gut trocken. Der war sehr trocken. Der war gut, den gebe ich. Der war sehr trocken, die Lampe. Gibt's hier down bad. Alter, die Qualität vom Ding jetzt schon. Guck mal, Chat, wie ich hier gestreamt habe, Digga, wie so ein Grufti. Ja, das war im Stream, habe ich for you auf TikTok. Ich hab auf dem Handy einfach TikTok geguckt. Im Stream. Mit Bankcard und so, ist crazy. Guter Content auch, safe. Ich habe meine Subkarte auch geleakt. Aber Pogger hat direkt Karte raus. Ach, egal. Okay, anderer Clip. Stehst du auf was? Okay. Wie alt bist du? 20, du? 21. Ah, okay. Ich werde dieses Jahr 21. Stehst du auf große Titten? Also nicht so. Die sind nicht so groß, aber. Stehst du auf... so ist okay, so ist gut. Oder noch größer? Nee, zu groß nicht so. So ist perfekt. Ja? So wie du perfekt, ja. Das ist echt süß. Hast du einen großen... Auch dieses... Hast du einen großen Dick? Also Chad, nach diesem Stream nicht gebannt wurde, nach diesem Stream keine 1000 Zuschauer hatte, meiner Meinung nach zwei Sachen, die ich bis heute unerklärlich finde. Das war dieses E-Date, das war mein allererstes E-Date und das war absolut geistesgestört gewesen. Real Talk. Es war so gut, Bruder. Es war so geil. Hilfe. Alter, das war... Da ging auch jedes TikTok viral zu normal, Bro. Hast du das hochgeladen? Das gibt's auf YouTube-Chat, ja? Das war mein allererstes E-Date hier. Lass mich suchen. Das ist jetzt im Januar, glaube ich, gewesen. Warte. Dieses E-Date überschreitet alle Grenzen. Part 1 und Part 2. Da habe ich zwei Parts gemacht. Von wo kennst du die? Aber, Bruder. Welcher Clip wird's, Chat? Welcher Clip stehst du auf was? Ja, zu Recht. Geisteskrank gewesen. Okay. Ich sage, Chat, dieser Clip besser als dieser Clip. Wenn wir jetzt Richtung Finale gehen, sage ich, dieser Clip besser als dieser Clip. Das mit Yusuf war ein 10 von 10 Clip. Das mit Yusuf war ein 10 von 10 Clip. Daniel kommt fast oder OnlyFans-Schlampe? Daniel kommt fast oder ich sag OnlyFans-Schlampe. Ja, ich sag auch OnlyFans-Schlampe. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie eng wir das hier wird. Einer zu viel oder militante Veganerin? Ich würde sagen, militante Veganerin hat schon reingeknallt, Chat. Ich würde sagen, militante Veganerin hat schon dicke reingeknallt. Ja, ja. Guck mal, wie geschmeidig das hier gerade geht. Stehst du auf was oder Michael Jordan, Jordi? Ach, Digga. Michael Jordan, Jordan. Eins, ich sag auch dicke Titten, das hat mich gebumst, Digga. Ich sag ehrlich, stehst du auf dicke Titten, das hat mich gebumst. Eine was? Oh, you came in- oder wieder Yusuf hier. Das war so. From the German guy? Yeah. Really? I'm so, is he focused? The content, Daniel and then Slump with a WP. Daniel Slump. Basically, you can't content, bro. Okay. Say, y'all think this nigga look like me, but a German version? He's Turkish, actually. He's Turkish, actually. But, like, he lives Yo, in Germany. Yo, what the fuck are you trying to say? Not shit, bro. Hey. No. War schon behindert witzig, ich sag ehrlich. Das war schon mies gut. Ich sag ehrlich, das war mies gut. Also, für mich ist es der Clip. Ich fand den so perfekt, wirklich. Der muss viral gehen, Vision, auf TikTok. Ich sag dir, wie es ist, Digga. Der war einfach perfekt. Okay. Militante Veganerin oder stehst du auf was? Das wird jetzt immer enger. 1, 2, 2, 2, 1. Boah, das wird jetzt hier gerade immer enger, Chat. Ich sag ehrlich, ne? Militante, 1. Ich zeig nochmal. Das war halt das mit dicken Titten. Also nicht. Stehst du auf große Titten? Ich doch verrecke. Ich kann dir nicht nochmal zeigen, meine Menschen. Wie lange brauchst du dafür? Du hast es offensichtlich schon verstanden, du Bastard! Hey! Der hat auch, glaube ich, so richtig viele Aufrufe auf TikTok gehabt, ne? Aber für mich, ich fand eins witziger. Eins war 10-mal witziger, für mich persönlich. Das E-Date war einfach Ding. Finale Runde, Chat. Finale Runde, finale Runde, finale Runde. Ah, das war die... Okay, nee, sagen wir, das hat jetzt irgendwie automatisch gemacht. Aber welches würdet ihr nehmen, Chat? Yusuf klippt oder spielst du auf was? Stehst du auf was? Wenn wir jetzt sagen, das Finale, das hat irgendwie nicht gerade richtig gemacht. Ich fand Yusuf Clip 10 von 10, ne? Ich fand den Yusuf Clip so 10 von 10, Real Talk. Der war einfach perfekt. Von den Clips, die wir hier in der Auswahl hatten, war das für mich der Winner. Ernst, der war so gut, versprochen. Der war so verdammt gut. Der war so gut, Chat. Oh mein Gott. Das war einfach dieses Perfect Timing, kennt ihr? Perfect Timing, so. Eieiei.